Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir sind hier gemeinsam unterwegs im Scania mit dem Euro Truck Simulator 2 quer durch Europa. In der letzten Folge haben wir unseren Truck getuned. Jetzt sind wir gerade in Mailand und wollen noch ein bisschen quer durch Italien fahren. Mal gucken, was wir fahren, mal gucken, wo wir hinfahren. Lassen wir uns überraschen. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Video und auf nach Mailand. Mal gucken, was wir hier so für schöne Aufträge in der Gegend machen können. Auftragsangebot. Externe Aufträge. Sind wir noch in Milano oder wo sind wir jetzt? Wir sind tatsächlich noch bei Mailand. Mailand, Parma. Nach Genua runter. Soll sich ja auch lohnen, aber ich würde gerne schon hier etwas längere Tour durch Italien machen. Bisschen nach, guck mal hier, Rom. Das ist doch mal eine akzeptable Strecke, oder? Runter nach Rom. Ja. Limonade von Mailand nach Rom. Das machen wir. Wehe, der Trailer ist jetzt wieder zu lang. Oh, ich habe es mir fast schon gedacht. Ach. Ja, abbrechen. Das ist immer ein bisschen doof. Irgendwie ist anscheinend mit dem. Ich weiß nicht, ob der da die langen Trailer für rechnet oder so. Mailand. Nach Verona. Hier war doch irgendwo eine Ladung nach Rom. Hat er die jetzt gecancelt oder was? Florenz. Porto Vecchio. Olivenöl. Konnte sonst teilweise konnte man den. Ey, das wollte ich eigentlich gar nicht. Gut, dann fahren wir jetzt Kork. Hatte ich eigentlich nicht vor. Macht aber auch nichts. Teilweise konnte man die Trailer wechseln. Da konntest du einstellen, welchen Trailer du haben wolltest. Ich weiß nicht, ob das hier nicht mehr. Ob sie das wieder rausgenommen haben oder ob das nur bei dem jetzt nicht ging. Weil er ja teilweise gesagt hat, dein LKW ist zu lang. Und ich meine. Wenn der LKW zu lang ist, das ist das Kürzeste, was du kriegen kannst im Moment. Time to hit the road. Yep. So, ganz wichtig natürlich. Das muss natürlich mit an. Damit wir auch vernünftig Licht haben. So. Wo will er jetzt mit mir lang? Bringt nichts, wenn wir jetzt hier. Ach, da geht's nach Spinelli hin. Dann müssen wir hier. Ach so, in den anderen Teil von Mailand. Ach, Mailand ist ziemlich. Ah, da hätten sie auch noch eine Straße durchbauen können hier, oder? Mailand ist ziemlich weit aufgeteilt. Egal. Ist ja kein Problem. Fahren wir eben einmal quer durch Italien auf dem Weg nach Mailand. Turn left. Yep, I already turned left, my At the roundabout. friend. Take Take the the third third exit. exit. Yep. Mokwi. So. In der Stadt nehme ich die Ansicht am liebsten. Das ist am Exit besten, wo now. du hinfährst. Keep right and Jo. then turn Es gibt, right. glaube ich, keine Taste, dass man die Ansicht ein bisschen nur wieder reinzoomen kann. Turn right. Es war so klar, dass die 3 Meter vor mir rot wird. Ah. Naja. Bei Leerfahrt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht wieder Keep drehen. left. Keep left, jawohl. Ja, left ist da. So, wir wollen ja nicht hier nach hier, wir wollen ja hinten Richtung Dingsbums. Keep right and then exit right. Exit right, okay. Exit right. Der ist weit genug weg da hinten, den blenden wir wohl nicht. So. Auch wir haben ja gar keinen Trailer dabei, dann können wir ein bisschen enger in die Kurve fahren. Go straight. Ich gehe aber sowas von straight, mein Friend.
80 km/h. Keep left. Okay. Kommt nix. Corsico. Da sind wir vorhin rausgefahren. Das sieht nicht gut aus da vorne. Baustelle, Unfall? Nee. Achso, da haben bloß. Okay, das sah bloß so aus, als wenn da einer, weil da einer die Fahrspur gewechselt hat. Ihr seid mir echt alle zu langsam, Jungs. Besser denn sonst. Ja. Ist der schon wieder runter? Nee. Nee, muss ich nicht. Ist das hier? Achso, das ist gar nicht die Ausfahrt. Ich kann auch hier weiter. Nee, kann ich nicht, oder? Doch, kann ich. Ich kann auch hier weiterfahren. Ich hätte gedacht, das wäre eventuell die Ausfahrt, aber war es nicht. Sehr schön. Wir haben 420 PS unter der Haube. Mal sehen, ob das was bringt. Aber so schwer war die Fracht auch, glaube ich, gar nicht, die wir gerade geladen hatten. Parma, Bologna. Nee, wir wollen hier. Keep left. Du bist echt zu langsam da hinten. Hast du Gas gegeben? Ich habe ja früh genug geblinkt, ne? Ich habe früh genug geblunken. Was ist das für ein LKW? Das sah aus wie so ein gepanzerter. Oder war das bloß ein komischer Winkel? Was ist das? Das könnte ein Russe sein, Kamaz oder sowas. So kantig wie der ist. Hat auch kein Logo vorne drauf, ne? Nee, gar nichts. Okay. Ein interessantes Fahrzeug. Sehr interessantes Fahrzeug. Wir fahren weiter. Da müssen wir, glaube ich, hin, ne? Milano Linate. Huch! Ach, das war ein Notfallbucht. Okay. Milano Centro Aeroporto. Exit right. Auf zum Aeroporto. Wir verladen den LKW in ein Aeroplano. Oder wie auch immer. Get ready to turn left. I get ready to turn left, my friend. Yes. Yes. Turn left. Ich kann nicht. Steht ein LKW vor mir. Wagenfarbe sehen die Spiegel noch viel schöner aus. Und die Außenspiegel, da siehst du es nicht wirklich. Ist da hinten wieder links, wa? Bleiben wir mal auf der linken Spur. Manchmal muss man einfach aus völlig sinnfrei die Hupe drücken, das ist so. Das macht man so. Go straight. Ich gehe sowas von straight, mein Freund. Ich bin zwar schon wieder viel zu schnell, oder? Ist die 80? Keep left. Ups. Then turn left. Ist tatsächlich 80 mitten im Ort. Okay. Ja, wenn das Spiel das sagt, dass hier 80 ist, dann ist hier 80. Die wird wieder direkt vor mir rot, ne? Ja, wusste ich doch. Ah, sie haben mich nicht erwischt. Ah!
Get ready to turn left. So evil. So ein eviler Verbrecher. Turn left. Ein New Arctros. Ich sage, wir fahren gleich mal links rum raus, dass wir das Stück auch noch haben. Haben wir das nämlich auch erkundet? Get ready to turn left. Get ready to turn left. Also da oben, ja? Da hinten, ja? 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 Die Straße ist ja eh zu Ende, ne? Turn left. Oder? Ne, sieht bloß so aus. Uah! So, wo muss ich hin? Hinter den LKWs, hinter den Trailern links rein, rechts rein, wa? Ja. Das ist doch schon da. Ist das nicht der Cargo Trust Trailer? Nee, stimmt gar nicht. Den hatte ich mir erst angeguckt, den haben wir aber nicht gekriegt. Da wollten wir rein. Ich glaube, es war der Apfeltrailer da hinten, ne? So, let me just have a look. Doch, es ist doch der Cargo Trust. Da ist das X. Man kann es zwar kaum sehen, aber das ist er. Let's do this. So. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin mit dem Mist? Verona. 5 Tonnen Kork nach Verona. Die Verona, die freut sich bestimmt. So. Turn left and then turn left. Yep. Yep. Turn left. Mal schön eine Lenkachse hinten. Get ready to turn right. Jo. 5 Tonnen und dafür haben wir uns gerade eine 410 PS Maschine eingebaut, ne? Aber gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du in Italien innerorts 70 fahren darfst oder 80. Das hatte ich gesagt, wir wollen einfach mal links fahren und mal gucken, was passiert, ne? Nein, wir fahren links. Recalculating. Oh, turn wir hier right, dann haben wir das Stück nämlich auch schon mit drauf. Wenn wir auf der anderen Seite was holen müssen, dann können wir das da immer noch wegholen. So. Go straight. Eurobulk. Go straight. Ich gehe sowas von straight, my friend. My brother. Und ich muss gleich garantiert wieder right turnen, ne? Fahren wir mal hier so. Ja. Da hinten müssen wir gleich wieder rechts. Auf da, wo wir runtergefahren sind, fahren wir jetzt wieder rauf. Alles okay. Das ist okay. Schneller! And then turn right. Haha, übergeholt. Turn right. Was ist das denn da? Abschleppwagen. So, gut ausholen hier. Hier ist 40, okay. Ab auf die Autostrada. Oder? Ja, Auto ist doch Autobahn, ne? Autostrada? Ich glaube ja. Wie gesagt, ich war noch nie in Italien. Bin wohl mal oben drüber geflogen, aber ist auch schon 15 Jahre her. 20 Jahre, 15 Jahre, keine Ahnung. Lange her.
So, da sind wir auf der Autostrada und fahren nach. Ja, auch da vorne ist schon wieder. Und fahren nach. Wo fahren wir hin? Verona, genau. Haben die hier irgendwo so eine Easy Pass Station? Okay. Ja, okay. Ja. Keep Passt right. schon. Keep right. Ja, uns bleibt ja auch nicht viel anderes übrig, ne? Als right zu keepen. Left geht nicht. Venezia? Ne, Venedig wollen Keep wir auch nicht right. hin. Okay, er sagt keep right, dann keepen wir right. Oh, hier ist ja immer noch 40. Entschuldigung. Getorft. Ja, so. Wir sind ja sowieso schon Verbrechers. Dann fahren wir mal mit 48 hier. Du bist schon wieder müde, Mädel. Eine Stunde 36. Okay, Fahrzeit, eine Stunde 50. Die Tour machen wir eben zu Ende. Wir heizen ein bisschen, dann passt das auch. Können wir uns nach der Tour können wir uns hinlegen. Keep left. Ja. Machen wir. So, wir haben 86 drauf, dann schalten wir wieder in die Automatik rein. Da geht's nach Bergamo, wo auch immer Bergamo ist. Bestimmt in Italien, vermute ich mal. Da fliegt ein Flugzeug. Da landet gerade ein Flugzeug. Schön, schön. Ich mag Flugzeuge. LKWs, ich mag auch Züge. Ich mag alles, was Großes und Motoren hat. Trecker sind auch schön. Panzer sind auch schön. Also zumindest technisch. Technisch gesprochen. Was ist Blinky Blinky? Was ist hier los? Hallo? Trado. Ja. Ach, guck mal, das ist noch eine alte Raststätte hier. Die müsste man jetzt tatsächlich mit abfahren, damit man die frei hat, damit man die erkundet hat. Da hätten wir jetzt tatsächlich runterfahren müssen, um die mit zu erkunden. Finde ich halt nicht so optimal. Weil da musst du echt an jeder Raststätte gestanden haben, damit du die. Man will ja die prozentuale Erkundung fertig haben, ne? Wir sind da ja gar nicht so. Ich dachte, ich überhole ihn jetzt. Ja, ich weiß, dass ich müde werde. Ich möchte mal einer eben den Trailer abliefern. Guck mal, Verona Nord, wir sind ja schon fast da. Wir fahren schon schneller als erlaubt. Oh mein, so viel auch nicht. 6 km/h drüber. Das geht noch. Kann man mal. Ist
das sie nicht eingebaut haben, dass die LKWs einem Lichthupe geben, wenn man vorbei rüberziehen kann. Das wäre noch cool. Das machen die ja viel. Sicherlich auch nicht jeder, aber viele machen das. Habe ich schon, sieht man oft. Verona Süd, da müssen wir runter. Ah, da ist die Straße anscheinend auch zu Ende, kann das sein? Keep right. Sieht so aus, als wenn es dahinter nicht mehr weitergeht, ja. Ah ne, es geht doch noch weiter. Ich werde müde, ich weiß es, Ich will aber erst den Container, den LKW abliefern, das Ding, was da hinten an meinem LKW hängt. Auflieger abliefern. Zu klickern. Nervensäge. Das Ende der Zollstrecke, der Mordstrecke. Ich nehme den hier. Ja, ich weiß, dass ich müde werde. Aber wie gesagt, ich will erst den Trailer abliefern. Danach können wir drüber reden. Lass wir hier mal. Erster Aufenthalt in Verona, meine zweite italienische Stadt. Geht nicht, ist rot. Navi wieder größer machen, dass wir auch sehen, wo wir hinfahren. Barbaras müssen wir hin, das ist da vorne, ne? Get ready to turn right. Hm. Ist vor der Ampel? Ja, hier vorne ist das. Da müssen wir rechts. Turn right. Get ready to turn right. Jo. Einmal da auf dem Firmenhof. Turn right. Yes, sir. Ich weiß, dass ich müde werde. This is where it ends. Yep. This is where it ends. Ist interessant, dass sie für die Firma haben sie echt immer die gleiche Hütte genommen. Immer exakt dieselbe. Musst immer umzufahren. Ja, vielleicht, wahrscheinlich ist das Absicht wegen und so, aber wo muss er denn hin? Da muss er nicht hin. Hinten, ne? Da soll er hin. Okay. Die ganzen Online-Dinger, also die World of Trucks-Aufträge, scheinen anscheinend nicht an den normalen Ladestationen zu enden. Weil das wäre ja da links, rechts an der Rampe. So. Sehr schön. Ausgezeichnet. Kork von Mailand nach Verona. Schöne Punkte dafür gekriegt. Sehr gut. Fortfahren. Dann suchen wir uns jetzt noch eine Parkstelle.
Werkstatt oder Hotel? Komm, wir fahren zum Hotel. 1 Minute 5 Kilometer. Time to get the job done. Oh, da müssen wir auch dringend schlafen, bevor wir hier Ärger kriegen wegen. Kann ich hier auch rechts fahren? Nee, kann ich nicht. Ich muss links fahren, okay. Hätte ja sein können, dann wäre ich nämlich rechts rumgefahren. Turn left. Hier wäre wieder eine Werkstatt. Nee, ach, hier wäre sogar eine Halle. Aber da haben wir noch keine Kohle für eine Halle und einen zweiten LKW. Beziehungsweise in der Halle brauchen wir uns ja noch nicht mal kaufen. Wir haben ja unsere Halle in Berlin. Da würden wir dann ja erstmal anfangen, würden die erstmal hochpushen. Dass wir da 4-5 LKWs drin haben. Und dann kaufen wir so langsam ein paar neue zusätzliche LKWs. Turn left. Jo. You have arrived at your destination. Eieieiei, genau. Ja. So, dann parken wir dann neben den MAN. Ja genau, ich stelle mich hier so quer auf den Hof und dann so. Würde ich sagen, Motor aus und Ruhepause. Diesmal eine etwas kürzere Tour. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst doch gerne einen Daumen da. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Folgt mir auch gerne auf Twitch, ist unten verlinkt. Ich streame ja auch viele andere Dinge, die hier nicht unbedingt auftauchen. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal in Italien.